Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Kapitel Faustische und apollinische Naturerkenntnis. Über den Atheismus. Der Atheismus ist dem Psychologen wie dem Religionsforscher bisher kaum einer sorgfältigen Betrachtung wert erschienen. So viel über ihn schlichtweg geschrieben und resoniert worden ist, gleich viel, ob im Stile des freigeistigen Märtyrers oder des gläubigen Zeloten, von Arten des Atheismus, von der Analyse einer einzelnen, bestimmten Erscheinungsform in ihrer Fülle und Notwendigkeit, ihrer starken Symbolik, ihrer zeitlichen Beschränktheit, hat man nie gehört. Der Atheismus. Ist er die a priorische Struktur eines gewissen Weltbewusstseins oder eine wahlfreie Überzeugung? Wird man für ihn geboren oder zu ihm bekehrt? Zieht das unbewusste Gefühl von einem entgötterten Kosmos auch das Wissen davon nach sich, dass, Zitat, der große Pan tot ist? Gibt es frühe Atheisten, etwa in der dorischen oder gotischen Zeit? Gibt es jemand, der sich mit Leidenschaft, aber mit Unrecht als Atheisten bezeichnet? Und kann es zivilisierte Menschen geben, die es nicht sind, zum wenigsten nicht ganz? Die Art und Weise, meine Damen und Herren, wie Oswald Spengler hier den Atheismus als Begriff einführt und problematisiert, steht in Zusammenhang mit der Grundspannung seines Werkes »Der Untergang des Abendlandes« im Gesamten. Spengler, in Anlehnung an Hegels Dialektik, geht davon aus, dass die sogenannte abendländische Kultur, wir werden gleich genauer darauf zu sprechen kommen, was er damit im Grunde meint, mit Notwendigkeit an einem Abgrund stünde. Spenglers Denken bewegt sich hiermit in einem starken Kontrast zu vielen noch fortschrittsgläubigen Ideologien seiner Zeit, 1918. Er ist der Auffassung, dass Europa mit einer unumkehrlichen Schnelligkeit seiner eigenen Vernichtung anheimfallen wird. Und der Gedanke, dass der Atheismus eine gewisse Rolle hierbei spielt, ist für Spengler nicht geradezu zentral, aber doch wesentlich. Wesentlich nicht im moralisierenden Sinne. Spengler sagt nicht, wir sind Atheisten und deshalb ist unsere Kultur an einem Ende, sondern die Bezugsverhältnisse sind umgekehrt, die Kausalität ist eine umgekehrte. Er sagt, wir sind späte Menschen, wir sind überzivilisierte Menschen und ein Ausdruck dieser Spätform der Kultur, die bereits die Zeichen des Untergangs in sich trägt, ist der Atheismus. Also nicht der Atheismus sei kausal ursächlich für einen kulturellen Niedergang, sondern der kulturelle Niedergang sei der gärende Grund für das Entstehen des Atheismus. Und wir kommen hierbei zu einer weiteren sehr interessanten Überlegung von Spengler. Spengler stellt im Grunde die Frage, ob es den Atheismus singularisch geben kann. Denn er ist der Auffassung, es gibt Atheismen. Es gibt nicht den Atheismus als solchen, der epochal und interkulturell gleich sei, wo man ihn auch anträfe, sondern er ist der Meinung, es gibt nur einen Atheismus von etwas, nicht den Atheismus als solchen, also einen Atheismus vom antiken Götterglauben, einen Atheismus vom Judentum, vom Christentum, vom Islam. Und wie er diesen Gedanken begründet, darauf kommen wir jetzt in der Folge. Das zum Wesen des Atheismus, wie schon die Wortbildung in sämtlichen Sprachen verrät, die Verneinung gehört, dass er den Verzicht auf eine geistige Verfassung bedeutet, die ihm also vorausgeht, und nicht etwa den schöpferischen Akt einer ungebrochenen Gestaltungskraft, steht fest. Aber was wird da verneint? In welcher Weise? Und von wem? Ohne Zweifel ist der Atheismus, richtig verstanden, der notwendige Ausdruck eines in sich vollendeten,
in seinen religiösen Möglichkeiten erschöpften, dem anorganischen verfallenden Seelentums. Er verträgt sich sehr wohl mit dem lebhaften und sehnsüchtigen Bedürfnis nach echter Religiosität, darin à la Romantik verwandt, die ebenfalls etwas unwiderruflich Verlorenes, die Kultur nämlich, wieder heraufrufen möchte. Und er kann seinem Träger sehr wohl unbewusst sein, eine Gestalt seines Fühlens, die nie in die Konventionen seines Denkens eingreift, die seiner Überzeugung sogar widerspricht. Man begreift das, wenn man einsieht, weshalb der fromme Haydn Beethoven einen Atheisten nannte, nachdem er Musik von ihm gehört hatte. Der Atheismus gehört zum Menschen noch nicht der Aufklärung, aber der beginnenden Zivilisation. Er gehört zur großen Stadt. Er gehört zum Gebildeten der großen Städte, der sich mechanisch aneignet, was seine Vorfahren, die Schöpfer seiner Kultur, organisch erlebt haben. Aristoteles ist, vom antiken Gottesgefühl aus, Atheist, ohne es zu wissen. Der hellenistisch-römische Stoizismus ist es so gut wie der Sozialismus und Buddhismus der westeuropäischen und indischen Modernität. Oft beim ehrlichsten Gebrauch des Wortes Gott. In dieser weiteren Erörterung, die aus mehreren Gründen hochinteressant ist, da unter anderem hier auch Spenglers Einstellung zum Buddhismus als Atheismus, als einer Form des Atheismus vom hinduistischen Götterkanon offenbar wird, sieht man die Weiterführung oder die eigentliche Begründung seines Gedankens vom Atheismus als einer bewussten oder unbewussten Abkehr von einem vormaligen Theismus. Wir sehen, dass Spengler hier den Atheismus, wie gesagt, nicht als eine singularische und allgemein kulturübergreifende Form der Asebie, der Unfrömmigkeit ansieht, sondern dass es für ihn eine Abwehrentwicklung gegen einen zuvor vorhandenen Glauben darstellt. Was dann auch wiederum impliziert, dass der Atheist das vormalige Glaubenssystem kennen muss, es durchdrungen haben muss, um sich überhaupt in Abkehr atheistisch dazu verhalten, davon abgrenzen zu können. Wir sehen also, der Theismus geht dem Atheismus voraus, logisch und chronologisch und ideengeschichtlich, aber, und das ist eine interessante psychologische Wendung bei Spengler, er sieht den Atheismus nicht nur als einen bewussten Willensakt, als einen Vorsatz der Abkehr vom Glauben in Anführungszeichen der Väter, sondern er sieht es auch als eine unbewusste oder vorbewusste Geisteshaltung. Er schreibt von der angeblich atheistischen Musik Beethovens. Was ist atheistisch an einem Kunstwerk, welches Ausdruck einer inneren Gefühlswelt sein kann? Oder inwiefern ist eine innere Gefühlswelt eines Künstlers beispielsweise atheistisch in Spenglers Verständnis? Spengler macht auf eine Dichotomie aufmerksam, die sich durch sein Gesamtwerk »Der Untergang des Abendlandes« zieht. Es ist ein Unterschied zwischen dem sogenannten organischen und dem sogenannten mechanischen oder mechanistischen. Was er darauf zu sagen hat und wie er das weiter differenziert, das werden wir noch im Folgenden besprechen. Wichtig ist hier zu verstehen, diese Dichotomie, einerseits das sogenannte organische, andererseits das sogenannte mechanische, ist für Spengler auch eine Begriffsstruktur, die in seine Geschichtskonzeption passt. Ja, seine Vorstellung von Geschichte ist die einer Entwicklung vom Organischen zum Mechanischen, einer Entwicklung vom sogenannten seelenhaft Gefühlten hin zum klügelnd intellektualisierend Vernünftelnden. Damit ist er im Übrigen Goethe sehr verwandt und er hat nicht umsonst auch ein Proverb von Goethe als Aufhänger seines eigenen Vorworts gewählt. Und Goethe sprach bereits im 18. Jahrhundert kritisch von der sogenannten, Zitat, mechanistischen Weltvertölpelung. Für Goethe gab es einen magischen Naturzusammenhang, aus dem heraus
Erkenntnis erwachsen kann. Für Spengler wäre das das sogenannte Organische, die Formensprache des Kosmos, die bei Menschen unterbewusste, seelenhafte Prozesse in Gange setzen kann, die sich zuletzt im begrifflichen Denken herauskristallisieren. Während er hier diese Diskrepanz zwischen dem organisch-seelenhaften, das auch mit ein gärender Grund des Religiösen ist, aufmacht im Kontrast zum sogenannten mechanischen, vernünftelnden, rationalisierenden, das aber gleichfalls für ihn ein typisches Kennzeichen dessen ist, was wir als Zivilisation bezeichnen.